Ja, hi, ich bin Alex. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Roller. Ich fahre einfach drauf los und lasse mich überraschen, wo ich denn rauskomme. Und manchmal, wenn ich dann irgendwo abbiege, ist es schön und manchmal passiert überhaupt nichts. Und heute habe ich wieder einen richtig schönen Platz gefunden. Und zwar hinter mir seht ihr ja schon einmal die Aussicht. Ja, genau, das ist die Aussicht. Hier steht mein kleines Pferdchen. Mein Roller Peugeot Satelles 500. Der mich treu begleitet seit ein paar Jahren. Hier ist dann ein kleines Bankerl, dass man sich's gemütlich machen kann und die Aussicht genießen kann. Und hier hinten, wo es dann den Berg runter geht, da ist der Rhein. Das Ganze ist ja auch zu sehen hier an der Tafel. Ich zeige euch das mal. Und zwar, ja, das symbolisiert den Rhein, Dschunk. Und mein Standort, wo ich jetzt gerade bin, das ist die Adolfeiche. Im August 1864 wurde diese Eiche von Bornicher Bürgern auf der Höhe oberhalb des Dorfes gepflanzt. Veranlassung war die 25-Jahr-Feier der Thronbesteigung des Herzogs Adolf von Nassau am 21. August 1839. Die Eiche ist prächtig gewachsen und von weit her zu sehen. So kann man im Internet lesen. Seit 1864. Also ich gehe mal davon aus, 1864 gepflanzt. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich mich für Natur begeister und auch für Natur interessiere. Und das ist wirklich so ein wahnsinns toller Baum. Den muss ich euch jetzt einfach mal zeigen. Meinen Roller lasse ich extra mal hier stehen. Und jetzt gehe ich hier mal diesen Weg nach hinten. Von da aus sieht man den Baum nämlich besser. Also hier schon mal ein kleiner Blick. Schaut euch mal den Stamm an und diese dicken Äste. Ja, ich weiß, auf dem Film kommt das alles immer nicht so rüber, aber Wahnsinn. Ich finde ihn toll. Jetzt gehe ich mal noch ein Stück weiter hinter. Dann sieht man nämlich erstmal so richtig das Ausmaß. Also Wahnsinn, Wahnsinn. 1864. Schaut mal. Schaut euch das an. Und schaut mal meinen Roller daneben an. Hier hinten. Ist das nicht traumhaft? Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann ist der Baum 160 Jahre alt. Wirklich, wäre wirklich interessant, was der schon alles erlebt hat in den letzten 160 Jahren. Und dass der hier so steht, so ausgesetzt, völlig alleine. Also Wahnsinn, dass der das überlebt hat bis jetzt. Hier an dem Schild hat sich auch schon jemand ausprobiert. Also meiner Meinung nach Einschusslöcher. Ich kenne mich allerdings nicht wirklich aus. Wieder was Schönes gesehen. Tschüss, Eiche. Auf dass du noch lang, lang, lang hier stehen bleibst und auf alles aufpasst. Ja, damit verabschiede ich mich wieder von euch. Macht's gut. Bis bald. Ciao, euer Alex.